Am meisten kann man verletzt werden von Leuten, die man beste Freunde nennt. Denn sie kennen viele Geheimnisse und haben viel mit der Person erlebt. Genau das ist, was Maestro und Mois aktuell haben. Nachdem sie nun über 5 Jahre miteinander gearbeitet haben, platzt ihnen der Kragen. Denn Maestro wirft Mois vor, ihn schlecht behandelt und nie bezahlt zu haben. Mois wiederum wirft seinem alten Team vor, eine schlechte Zeit durchgemacht zu haben und dass keiner für ihn da war. Bezahlt wurden die meisten aber trotzdem. Mittlerweile hat er seinen Account auf Instagram gelöscht und zieht sich zurück aus der Öffentlichkeit. In einem Statement erklärt er all das. Maestro hingegen gibt bekannt, dass die beiden telefoniert haben und nun versuchen zu klären, was da machbar ist. Außerdem besteht er drauf, endlich bezahlt zu werden und seinen Hack zurückzubekommen. Immerhin steht ihm das zu. Wenn Mois Geld an Fremde schon auf der Straße verschenkt, dann will Maestro auf jeden Fall den Teil haben, den er sich verdient hat. Und diese Bedingung bleibt bestehen. Übrigens gab es auch noch ein kurzes Gespräch mit Arafat und einem alten Member aus dem Keller. Hier gibt es einen kurzen Ausschnitt. Das Ganze wurde übrigens live gestreamt auf TikTok. Jeder weiß hier, ich würde niemals über Mütterfrauen irgendwas reden. Alles gut. Aber alles war es mein Zeuge, niemand anders. Ich will es nur sagen, wie die Leute. Das war auch der einzige Grund, wieso ich anfangs nicht mit dir live wollte, weil. So, nochmal, da irgendwas alle. Über meine Frau, so, weißt du, das. Ich kenne deine Frau nicht, ich kann nicht über deine Frau reden. Ich weiß. Und deswegen, wenn die Leute das sagen, ja, Wallahi, ich bin unschuldig von sowas. Jeder kennt mich. Rede ich über Frauen? Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Rede ich über Mütter? Aber du hättest das hier gar nicht erwähnen sollen. Ich habe mit dir das einfach dir erklärt, wieso ich am Anfang gesagt habe, ich will nicht live kommen, Bruder. So, das war der einzige Grund, okay? Okay, gut, Daniel. Ja. Du sagst, das ist eine Sache zwischen dir und Maestro. Aber wie kommst du dann auf die Idee dann? Also das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Nabil. Stopp. Ich kam her ganz für Arafat. Alim, ganz kurz. Nein, es geht ja nur ums Nein, ich übernehme kurz den Zepter. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast. Er hat gesagt, erklärt das erst mit Maestro. Mit Attila und dann klärt er das mit dir. Genau. Gerechterweise hat er es nur gern aus Anstand und Respekt gegenüber mir, wollte das nur sagen, dass er sich auch mit dir auseinandersetzt, aber Schritt für Schritt. Kann ich eine Sache nur sagen, Arafat, Bruder? Bitte, Bruder. Ich hab aus Respekt zu dir diesen Livestream beigetreten und aus Respekt zu dir stehe ich hier und rede hier. Und jeder, der in meinem Umkreis war, weiß, wie ich zu meinem Umkreis war. Egal, wie man heute über mich redet. Auch der da unten. Und ich wollte mit dir oben, reden. Weil du mich meinst. Dann bist du oben. Okay, und, gut. Der mit mir quasi in diesem Stream gerade ist, ist Arafat. Und ich bin für Arafat gekommen und für Arafat habe ich das gesagt. Und ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich mich mit Attila treffen werde. Und das werde ich tun. Und mit Attila muss ich klären. Und inshallah, wenn du mit Attila fertig bist und geklärt hast, klärst du inshallah auch mit Nabil und dann haben wir es hinter uns. Bei mir ist mit allen geklärt, Bruder, wirklich. Alles, was man von mir wollte, ist geschenkt, Bruder, ist alles gut. Habibi, Bruder, ich küsse dein Herz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass die beiden eine friedliche Lösung finden werden? Oder wird das für immer die Karriere von Mois schaden? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.